Okay. I'm switching to German. So, Germany. Diese Psychopathenkorridore. Der amerikanischen Hotels. Und immer. Schon wieder oder immer noch die langen Korridore. Wie ich gesagt habe. Total psychopathisch. Servus mal wieder. Ein Tag vorm Wettkampf. Ich bin jetzt im Hilton Hotel in Houston angekommen. Ich hatte schon Train with the Pro Session, was richtig geil war, weil AJ Allison uns gecoacht hat mitunter. Und AJ Allison ist für mich definitiv einer der faszinierenden WBFF Pros. Was gibt es zu erzählen? Ich fühle mich gut. Ich mache diesmal einiges anders, wie ich euch gesagt habe. Das heißt, ich tue einiges mehr an Carbs laden. Ich zeige euch mal, was ich heute den ganzen Tag so esse. Also das hier sind Süßkartoffeln. Davon habe ich heute schon eine so eine Schale gegessen, was so knappe 300, 400 Gramm sind. Dann habe ich im Kühlschrank noch Reis mit Rutenhack. Insgesamt esse ich heute ca. 500 Gramm Reis, Nettogewicht, also ungekocht. Und 400 Gramm Süßkartoffeln. Und wenn ihr hier einen Blick reinwerft in meine Sixpack-Bag, seht ihr auch nochmal komplett voll mit Reis. Bisschen Putenpatty. Die Show hier läuft ein bisschen anders auf wie in England. Wir haben eine Vormittags- und eine Nachmittagsshow. Die Vormittagsshow beginnt ziemlich früh. Ich gehe davon aus, dass ich um 9.30 Uhr dort sein muss spätestens. Um 8.30 Uhr, zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr muss ich dort sein. Um 9.30 Uhr fängt sie an. Da sind wir um 1 dann fertig, es sind nicht so viele Starter. Vormittags kommen viele Call-outs, ein bisschen längere T-Walk, das heißt, du hast mehr Zeit auf der Bühne, um dich zu präsentieren. Und dann gibt es nachmittags nochmal eine Show, die wird ein bisschen gekürzt sozusagen, damit sie einfach auch besucherfreundlicher ist. Die fängt dann um 4:30 an und wird spätestens um 9 abends vorbei sein. Wir sind, denke ich, nicht so viele Starter, aber es wird schön. Ich bin echt begeistert. Ich finde das Hotel hier richtig cool. Also das Hilton gefällt mir. Es hat einen Starbucks, hat eine riesen Lobby. Ich schaue hier Lego Star Wars, weil ich ja einfach auf Star Wars und Lego stehe. Also bin ich wunschlos glücklich. Und so Downtown Houston ist natürlich echt auch eine coole Sache. Da kann man nichts sagen. Ich liege jetzt hier noch erstmal im Hotelzimmer rum. Ess nachher noch mal was. Dann habe ich um 5.30 Uhr Tanning. Um 19 Uhr kommt die Pressekonferenz. Danach, irgendwann heute Abend, werde ich dann noch mal ins Studio gehen. Hier oben im 23. Stock ist auch richtig geil. Riesen Spa-Bereich, Studio, Schwimmbad, alles Indoor. Werde noch mal ein bisschen pumpen und posen. Und morgen ist dann der große Tag. Und ich weiß auch nicht, ich habe ein gutes Gefühl, mir geht super. Ich glaube, Houston ist meine Stadt, keine Ahnung. Ich freue mich auf morgen. In dem Sinne, bis später. So, ich mal wieder. Also, die Registration hat begonnen und ich bin tatsächlich drin, Nummer 260. Ich habe mich mal wieder als einer der Ersten angemeldet. Ihr seht, in dem ist noch richtig wenig los, aber das kommt alles noch. Das Schöne ist, ich kann jetzt gleich wieder hochgehen aufs Hotelzimmer, wenn ich ein bisschen zurücklehne. Und kommen 7 wieder runter für die Pressekonferenz. Also bis dahin, over and out. Kleines Update vom Abend. Pressekonferenz ist auch vorbei. Ich habe ein bisschen Farbe drauf gekriegt. Ich bin immer noch im Essen wie in Dover. Ich habe jetzt hier schon, weiß nicht, 300 Gramm Reis gegessen, glaube ich. Das sind jetzt 400. 400 Gramm Süßkartoffeln, das heißt vielleicht noch eine Mahlzeit danach, vielleicht noch eine zweite, das entscheide ich kurzfristig. Hab noch genug dabei. Viel zu erzählen habe ich jetzt nicht. Pressekonferenz war interessant, aber an sich das gleiche Gespräch wie überall. Ich bin ziemlich müde, die Kohlenhydrate machen müde, das Wasser fehlt mir auch. Es gibt noch mal ein bisschen schwarzen Kaffee dazu, mit Eis natürlich. Hatte dann insgesamt heute am Wasser dreimal so, was ist das? 0,2 oder 0,3 Kaffee, also weniger als ein Liter. Mit am Ende denke ich, wie gesagt, die 500 Gramm Reis, 400 Gramm Süßkartoffeln, 400 Gramm Pute.
gehe nachher wahrscheinlich noch mal ins Studio, nehme ich euch mit, zeige ich euch ein bisschen, wie es aussieht. Und morgen früh ist dann die Vormittagsshow, fängt um 9:30 an. Ich bin aufgeregt, wird gut, ich freue mich echt. Macht Spaß. Ein Teil von dem Ganzen zu sein, ist einfach cool für mich. Also ist schon ein schöner Zusammenhalt bei der WWF, da kann ich mich nicht beschweren. Deswegen, ja, lege ich mich gleich ein bisschen hoch, Füße hoch und in einer Stunde oder so gehe ich dann kurz ins Gym, nehme ich euch mit. Bis nachher. So, wie ich euch versprochen habe, geht es noch mal kurz ins Studio im 23. Stock. Wir haben jetzt 10.33 Uhr PM, also Abend. Es wird eigentlich ziemlich gut, ich bin happy. Bin noch nicht zu K.O. Esse gleich nochmal einen Korb voll Süßkartoffeln. Aber ja, ist cool. Hier ist noch eine IVF Weightlifting Veranstaltung. Ist richtig cool. Alles voller Sportler hier, Modell. Macht echt Spaß. Ja, so ist es. Was soll ich sagen? Wenn du hier zum Fahrstuhl läufst, zum 23. Stock, bisschen verwirrend, aber egal. Immer diese Psychopathenkorridore der amerikanischen Haushalt. Are you listening? Damn. Also diesen Gigantsatz mache ich jetzt 3-4 Mal durch und dann noch was für Trapezschultern und dann ist es gut. Nur leicht anpumpen, kein Training, damit einfach der Muskel nochmal die Kohlenhydrate ein bisschen besser aufnimmt. Das ist wirklich alles, was ich jetzt mache. Das passt schon. Und wie es nicht anders sein soll, geht natürlich der Akku leer, wenn ich im 23. Stock bin. Deswegen muss ich mich jetzt Fuß fassen. Bis später. Und immer. Schon wieder oder immer noch die langen Korridore. Wie ich euch gesagt habe, total psychopathisch. Eine Sekunde. Ist doch geil. Downtown Houston. Gefällt. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Noch ein, zwei Mal essen. Und dann ist für heute geschafft. Und morgen rocke ich dann auch noch. Das ist gar kein Thema. Und jetzt, wie versprochen, Süßkartoffeln. Das sind im Vergleich zum Reis. Das ist schon richtig geil. In Amerika sind die auch schön groß. Ich würde sagen, mindestens doppelt so groß wie in Deutschland. Kostet nur die Hälfte. Ich mal wieder. Also, wir haben jetzt kurz nach 12. Ich esse meine letzte Mahlzeit und bin sehr zufrieden mit allem. Finde ich, sieht um einiges stärker aus wie letzte Woche in London. Also, bin voller guter Dinge, dass das morgen auch Erfolg haben wird. Und zeige ich hier nochmal, was ich esse. Das war als letzte Mahlzeit. Das sind nochmal 100 Gramm Reis und ein Turkey Patty mit, was weiß ich, was hat er noch, 5% Fett oder so. Deswegen, das ist gut. Dazu nochmal Wasser, beziehungsweise eigentlich ist es ein Glas mit Eiswürfeln und nur aufgefüllt mit Wasser, also nicht viel. Ich hatte heute insgesamt an Trinken 4-mal so ein Becherchen, das war alles. Und
In dem Sinne, gute Nacht, bis morgen früh. Morgen. Es ist soweit, Samstagmorgen. Bin immer noch am Essen oder wieder. Habe eigentlich die ganze Nacht über gegessen. Hab jetzt auch nachts dann angefangen, wieder mit Reiswaffeln, Banane, Erdnussbutter. Jetzt esse ich wieder eine Portion Reis mit Pute und danach gibt es wieder Erdnussbutter, Fett, bisschen Kraft einfach tanken. Und fühle mich gut, alles läuft. Also das ist am Start. Wird ein geiler Tag, ich bin mir sicher. So, wir sind im Autochen. Haben leider ein bisschen Pech. Es regnet. Den ganzen Tag Babo. Lässt sich mit seiner Frau rumfahren. Wunderbar. Sollten in circa 10 Minuten bei der Arena sein und ich führe euch dann erstmal wieder rum. Bis gleich. Guck mal, ich bin tatsächlich angekommen. Sieht gut aus. Bin gespannt. I'm switching to German. So, es ist echt ein kleiner Contest. Wir sind heute nur zu viert. Wird aber bestimmt cool. Wir haben eine gute Stimmung, alle sind voll freundlich und wir haben Bock auf Stage. Deswegen. Say hi, all guys. Hey! Say hello to Germany. Hello, Germany. Hey, Germany. Okay, so, ich berichte später wieder, wie es ausgefallen ist, aber wird cool, bin sicher. Erste Runde getan, Prejudging erledigt, es war brutal, Zach und ich haben uns einen guten Battle geleistet. Ich habe glaube ich noch nie so viel gepostet auf der Bühne, ich hätte nicht erwartet, dass ich so anfange zu schwitzen auf der Bühne. Auch dafür, dass es die Morgenshow ist und die richtige Show an sich erst am Abend kommt, war echt eine coole Crowd da, Publikum hat mitgemacht, hat mitgefeiert. Und was halt total abgefahren ist, dass der Moderator mitten im T-Walk gesagt hat, ich soll stehen bleiben. Und ich war total irritiert, denke, hey, was ist denn hier los? Und dann sagt er, hey, der junge Mann hat einen extra Applaus verdient, denn er heiratet sein Mädchen morgen. Und ich war so schockiert, ich wusste gar nicht, was abgeht. Oh mein Gott, keine Ahnung. Jetzt gibt's was zu essen. Und um 13:30 mache ich einen Fotoshoot. Und dann geht es heute Abend offiziell um 16:30 weiter. Ich denke, dass ich so um 18:30 wieder auf die Bühne gehe und um 9 ist die Sache im Kasten. Mir geht's gut, ich bin platt, mir geht's gut. Ich melde mich später. So, ich mal wieder, zweite Runde auch geschafft. Jetzt warten wir auf die Siegerehrung. Was soll ich sagen? Lief gut. Bin gespannt, was rauskommt. Ich möchte den Verband wechseln zur WBFF. Sieht aus gut. 5,2%. Vorwachs 7,6. 6 Kilo Muskelmasse. Ich bin 4 Kilo schwerer, über 3% weniger Muskeln. Das heißt, ca. 6 Kilo Muskelmasse und yeah, not guys, I'm really happy about receiving your support. I'm a big fan of this company since a couple of years and für mich ist der Wettkampf gelaufen, was soll ich erzählen? Auch wenn das Ganze jetzt nicht so gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht hatte, muss ich echt sagen, vielen Dank an alle, die an mich geglaubt haben.
aufrechten an alle meine engen Freunde, an Toni, an jeden, der an mir seine Glückwünsche und Gedanken geschickt hat, weil... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade eben gar nicht mehr, was denn der letzte Clip ist, den ich aufgenommen habe. Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht hier reingelabert, dass ich ja jetzt WWF Pro bin. Ich bin's. Ich habe echt gestern tatsächlich gewonnen und weiß nicht, ich bin total überwältigt. Das ist, weiß nicht, keine Ahnung, was ich sagen soll. Einfach wunschlos glücklich, dass ich das Ziel erreicht habe. Aber in meinem Kopf ist gerade nur so, okay, geil, ich habe es geschafft. Jetzt heute ein bisschen Leben genießen. Am Mittwoch geht es zurück nach Hause. Und dann will ich in eine richtig geplante Offseason gehen, weil ich muss einen Wettkampf pro Jahr machen als Profi, um meine Profi-Lizenz nicht zu verlieren. Dafür habe ich gestern unterschrieben. Ich werde einen Wettkampf spät nächstes Jahr wählen, wobei Toronto natürlich die Worlds ist. Das wäre brutal. Die Arena sieht Hammer aus. Aber das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wann die ist. Und ja, ich brauche einfach Zeit, um jetzt wirklich an meinen Schwachstellen zu arbeiten. Und die Zeit werde ich mir nehmen. Aber ich werde euch mitnehmen, ich werde euch komplett immer auf dem Laufenden halten, wie ich meine Ernährung jetzt ändere, was ich in meinem Training ändere, damit wir wirklich zusammen hier diesen Weg beschreiten. Und ja, ich bin ziemlich happy über alles. Es ist kurz vor sieben. Ich kann natürlich nicht schlafen, obwohl ich konnte ein bisschen schlafen und ich habe viel mit euch getextet, weil die Anteilnahme auf Facebook und Instagram wirklich hoch ist und da muss ich auch nochmal richtig fett Danke sagen. Also, ich bin total überwältigt davon und muss auch ganz ehrlich sagen, ohne die Unterstützung vom Social Media Geschichten hätte ich es nicht bis hierhin geschafft, weil das gibt einem doch sehr, sehr viel Kraft. Wenn einem Freunde oder auch teilweise Leute, die man ganz hier nie gesprochen oder gesehen hat, texten, hey, es ist total inspirierend und du gibst mir Kraft und du gibst mir Motivation und dafür möchte ich mich auch echt ganz herzlich bedanken, weil man zweifelt auch immer wieder und es ist ein langer, harter Weg und ich habe mir echt den Arsch aufgerissen bis hierher. Also die Leute, die mich kennen, die wissen es, weil ich sag immer, ich habe eigentlich echt scheiß Gene und für die Arbeit, die ich... Ich muss doppelt bis dreifach so viel Arbeit leisten wie manche andere, um den gleichen oder weniger Fortschritt zu haben, aber das ist egal. Achte immer darauf, wer du bist, wo du herkommst und was du mit dir selber erreichen kannst. Es wird immer Leute geben, die fliegen an dir vorbei und davon darf man sich nicht runterziehen lassen. Aber scheißegal, will ich jetzt gar nicht. Ich hier verlabern. Zu meiner Rechten ist das Fitnessstudio. Nein. Zu meiner Linken Skyline Spa and Tough Club. Ja. Ich gehe einfach eine Runde in den Pool jetzt. Checken wir mal, was da so los ist.
Hinter mir seht ihr nicht den Stuhl, andererseits der Blubberpool. Sobald da der Herr draußen ist, wird das mein Blubberpool sein. Hey Freunde, nicht versprochen. Gammel, ich sitze circa schon 2 Stunden am Pool rum. Bin sogar 4 Bahnen geschwommen. Chill einfach, gönn mir gerade die Auszeit nach dem Wettkampf. Antwort ein paar E-Mails, relax. Antwort Facebook, relax. Check Instagram, relax. Mach mich demnächst runter aufs Zimmer und dann wieder ein Frühstücksbuffet. Heute gönne ich mir nochmal Essen, morgen gehe ich zurück auf Diät, einfach damit der Körper nicht einen krassen Rebound hat. Was will ich sagen? Ich halte euch auf dem Laufenden, ihr seid immer live dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mich auf meinem weiteren Weg begleitet. Ich möchte hier keinen Commercial Shit draus machen. Ich möchte meine Erfahrungen weitergeben. Ich mache kein Geheimnis darum, was ich mache, wie ich es mache und warum ich es mache. Ich habe relativ viel Erfahrung gehabt, ich mal im Personal Training. Ich habe ja auch meine Scheine. Und bin da auch sehr offen. Ich gehe wirklich auf individuelle Kunden, Klienten, Anfragen, Probleme ein und versuche jedem zu helfen, so wie nach bestem Wissen und Gewissen. Aber wenn ihr Bock habt, dann begleitet mich doch einfach und ich bin mir sicher, ich werde euch wirklich viel zeigen in den nächsten Wochen, Monaten, bis es wieder heißt. Back on stage, nur nächstes Mal als Pro. Messen mit dem Besten der Welt. Keine Entschuldigung mehr. Danke. Ich freue mich drauf. Sehen uns.